Hallo, ich möchte heute wieder mit euch über ein ganz bestimmtes Buch sprechen. Und zwar ist die Rede von Ragdoll, Dein letzter Tag von Daniel Cole, ist im Ullstein Verlag erschienen, kostet 14,99 € und ist das Erstlingswerk von Daniel Cole. Wir treffen hier in diesem Buch auf Detective William Oliver Leighton Fawkes, kurz auch Wolf genannt, der 4 Jahre nach seiner Suspendierung das erste Mal wieder zu einem Mordfall gerufen wird. Und das ist ein ganz besonders grausamer Mord. Und zwar hängt an Millionen durchsichtigen Fäden eine Leiche mitten im Wohnzimmer mit dem Gesicht zum Fenster ausgerichtet. Und diese Leiche ist aus 6 verschiedenen Opfern zusammengesetzt bzw. zusammengenäht worden. Also Kopf, Rumpf und die Extremitäten stammen jeweils von unterschiedlichen Personen. Und die Hand der Leiche zeigt auf die Wohnung gegenüber, in der zufällig Detective Wolf lebt. Außerdem ist ihm das Gesicht der Leiche nicht ganz unbekannt. Es handelt sich dabei um das Gesicht von Khalid. Und Khalid war nicht ganz unschuldig an seiner Suspendierung vor 4 Jahren. Er war Angeklagter in einem Mordprozess und wurde allerdings freigesprochen. Inwiefern das mit der Suspendierung zusammenhängt, möchte ich an dieser Stelle nicht verraten. Außerdem taucht kurze Zeit später noch eine Todesliste auf der weitere 6 Namen stehen, inklusive Todesdatum. Und warum diese Menschen zusätzlich auch noch sterben sollen und wie diese Todesliste mit den bereits verstorbenen Personen bzw. Opfern zusammenhängt und welche Rolle dieser Fall vor 4 Jahren spielt, bei dem Wolf suspendiert wurde und welche Rolle er dabei hat, das müsst ihr selber nachlesen und wird in diesem Buch hier alles erklärt. Mit dem Erstlingswerk von Daniel Cole darf man sich auf jeden Fall vom klassischen Thriller verabschieden. Wir steigen hammerhart im Prolog ein, der mich schon mega geflasht hat, weil schon gut was passiert. Und es geht auch im ersten Kapitel gleich weiter mit dem Fund der Leiche. Also wir haben hier kein Einstiegsblabla, Geplänkel, wir steigen sofort in die Geschichte ein, sind sofort drin und es wird sofort auch spannend und mysteriös. Was mir besonders gut an diesem Buch gefällt, sind die unterschiedlichen Charaktere, auf die wir hier treffen. Das Ermittlerteam ist bunt gemixt. Wir haben denjenigen, der über Leichen geht, die selbstbewusste Frau, die sich gegen die Horde Männer durchsetzen muss und auch kann. Und wir haben den blutigen Anfänger, der mich so ein bisschen an David Mills aus Sieben erinnert. Denn auch die Charakterentwicklung hier finde ich super. Unser Anfänger entwickelt sich zu einem super Fallanalytiker und auch die Entwicklung von Wolf, beeindruckt mich auf eine Weise, auch wenn ich sie nicht unbedingt gutheiße. Derjenige, der das Buch vielleicht schon gelesen hat, versteht, was ich damit meine. Und was mir auch noch ziemlich gut gefällt, ist, dass wir einen überaus klugen und raffinierten Mörder haben. Also er macht sich nicht die Mühe, sich mit einer Waffe vor seine Opfer zu stellen und ihn persönlich dabei in die Augen zu sehen, sondern er lässt sich immer ganz besondere Sachen einfallen und wir haben auch immer eine andere Art des Mordens, was es für den Leser natürlich besonders spannend macht, weil es nicht immer das Gleiche ist und man ist jedes Mal aufs Neue wieder überrascht und geflasht von einfach der Genialität des Killers alleine schon, wie geschickt und raffiniert er das anstellt.
Also es ist definitiv kein 0815-Thriller, auf den wir uns hier einlassen, wie am Anfang schon erwähnt. Auch das Ende zum Beispiel ist nicht so, wie man sich das in einem klassischen Thriller vorstellt, vor allem wenn noch eine Fortsetzung davon kommt. Da wusste ich am Anfang auch nicht ganz so, wie ich das bewerten soll, weil die Richtung, in die sich das entwickelt hat, hat mir nicht so ganz hundertprozentig gut gefallen. Allerdings glaube ich, liegt es auch daran, dass man als Leser schon ein bisschen aus dieser Komfortzone gezwungen wird. Mir hat nur so ein bisschen der Mindfuck am Schluss gefehlt. Also ich hätte mir da noch irgendwie eine krasse Wendung gewünscht oder irgendwas, was mich am Schluss nochmal von Socken haut. Mich haben einige Szenen in dem Buch wirklich super von den Socken gehauen. Also gegen Mitte des Buches war ich so fix und fertig mal. Und ich dachte, es kann doch nicht wahr sein. Und auch so immer wieder Szenen dabei, die die Spannung aufrechterhalten. Also ich finde, dieses Buch hat keine Längen. Aber gegen Ende habe ich mir einfach nochmal so einen letzten krass Effekt gewünscht. Aber gut, das verzeihen wir mal. Wir haben hier auch einige ja, kleinere Logikfehler drin, die das Lesen ein bisschen erschweren, weil das Buch so und so von Haus auf ein bisschen komplizierter ist. Man muss hier schon dabei bleiben, denn es gibt hier wahnsinnig viele Zusammenhänge, die man entdecken darf auf der einen Seite, die es natürlich auch spannend machen. Andererseits verwirren sie aber auch leicht, wenn man beim Lesen nicht ständig dabei ist. Und man kann daran somit auch schnell den Faden verlieren. Deswegen hatte ich auch gegen Ende des Buches so ein bisschen das Gefühl, so die letzten 100 Seiten, dass der Autor hier mit seinem Erstlingswerk vielleicht ein bisschen zu viel gewollt hat und zu viel reinbringen wollte. Ich habe ja das Buch in einer Leserunde bei Lovely Books gemeinsam mit einigen anderen gelesen. Und dort habe ich immer wieder gesehen, dass einige die Polizeiarbeit hier in diesem Buch kritisieren, dass ja, das auf der einen Seite wohl ja unrealistisch sein soll, weil so der ein oder andere Fehler passiert. Darauf wollte ich noch mal kurz eingehen oder einfach eine Anmerkung dazu geben, weil ich das schon durchaus realistisch finde. Ich meine, wir haben es hier nicht mit Büroleuten zu tun, die mal einen Tag Urlaub oder Pause nehmen können, wenn sie es brauchen. Wir haben hier Ermittler, die gegen die Zeit arbeiten. Das heißt, wir haben Leute auf einer Todesliste und eine Art Katz-und-Maus-Spiel. Die Presse ist ihnen im Nacken und wollen natürlich, dass die ganze Sache aufgeklärt ist. Wird und arbeiten auch nicht immer unbedingt mit der Polizei zusammen. Ist klar, dass diese Ermittler unter Druck stehen und somit der ein oder andere Fehler passiert, vor allem wenn sie, wir kennen es, überall Personalmangel. Da können die sich eben keine Pause erlauben. Somit kommt der Schlaf auch ab und zu kurz und da finde ich es nicht unrealistisch, wenn ab und zu mal der ein oder andere Fauxpas passiert oder die nicht so aufmerksam sind. Also ich finde, ja, also die Kritik hier nicht ganz berechtigt, aber kann es natürlich verstehen, wenn man, ja, wenn man der Meinung ist. Ansonsten haben sich viele noch über die Charakterentwicklung von Wolf ja, aufgeregt bzw. waren darüber enttäuscht. Ich unter anderem auch letzten Endes. Aber warum das so ist, das möchte ich an dieser Stelle nicht erwähnen, denn das sollt ihr selber herausfinden.
Aber es muss sich ja auch nicht immer zum Positiven alles entwickeln. Es kann ja auch mal, ja, alles ein bisschen anders passieren, wie man sich das so vorstellt. Es heißt deswegen nicht, dass das Buch schlecht macht. Im Gegenteil. Ich finde, es ist vor allem für ein Debüt-Thriller ein absolut empfehlenswertes Buch, vor allem auf diejenigen, die gerne Action oder Spannung haben möchten. Die sind hier auf jeden Fall sehr gut dran in diesem Buch. Und ja, die trockenen Wortwitz haben möchten, mit einer bedrückenden Stimmung, wie wir es in Filmen wie Sieben oder Resurrection haben, denen empfehle ich dieses Buch auf jeden Fall. Das Buch hat was mit mir gemacht. Bis, ja, Seite 400 wäre es für mich ein Fünf-Sterne-Buch gewesen. Nur das Ende, die Entwicklung hat mir nicht ganz so gut gefallen und mir hat noch so der letzte Schliff bzw. Mindfuck gefehlt. Deswegen musste ich einen Stern am Schluss abziehen. Aber es hat immer noch 4 Sterne von mir bekommen. Es ist definitiv ein anderer Thriller, den man unbedingt lesen muss. Und ich freue mich auch schon wahnsinnig, wenn das Ganze verfilmt wird, weil als Film kann ich mir das auch super klasse vorstellen. Also ich bin wahnsinnig dankbar, dass ich dieses Buch lesen durfte. Ich habe es kostenlos als Rezensionsexemplar zur Verfügung gestellt bekommen und bedanke mich nochmal ganz herzlich bei Lovely Books und vor allem beim Verlag, dass sie diese Leserunde und ja, alles ermöglicht haben, dass ich dieses Buch kostenlos lesen darf. Und definitiv große Empfehlung, lest alle dieses Buch und ich freue mich auch auf die weiteren Teile, denn ich bin total gespannt, wie es weitergeht, beziehungsweise was der Autor da draus macht. Wenn ihr es gelesen habt, versteht ihr, was ich meine. Ich bin natürlich total auf eure Meinung gespannt. Wie fandet ihr das Buch? Wie fandet ihr vor allem das Ende? Und wie hat euch die Charakterentwicklung von Wolf oder auch von Edmonds gefallen, unserem blutigen Anfänger? Und ja, da bin ich sehr gespannt, was ihr mir hier zu erzählen habt, beziehungsweise interessiert mich auch sehr, wenn ihr das Buch noch lesen möchtet. Ja, schreibt mir einfach alles, was euch dazu einfällt. Ich würde mich ansonsten auch jederzeit über ein Abo oder über einen Daumen hoch freuen und wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Tschüss!